Auch die Gemeinschaft der ungarndeutschen Musikanten, die auf traditionellen Instrumenten spielen, fühlt sich sehr miteinander verbunden. Ein fester Kern der jährlichen Treffen hat sich in der elfjährigen Geschichte des Programmes herausgebildet. Das diesjährige 11. gemeinsame Musizieren und Konzert organisierte der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen in der Branauer Weinstadt Wieland. Das 11. Mal haben sie sich getroffen und der Treffpunkt der Musikanten mit alten Instrumenten war diesmal die Branauer Weinstadt Wielan. Die Knopfharmonika war das typische alte schwäbische Instrument, aber auf Akkordeon wurde auch gespielt, um die Mundharmonika oder beispielsweise die Klarinette nicht zu vergessen. Es waren auch Sänger dabei. Erstmal war die Idee von Johann Fodi wunderbar, weil er hat ja gesagt, er ist Kapellmeister von der Bergmannskapelle aus Cholnok. Damals war er Vorsitzender der Sektion Kapelle und er hatte gemeint, es wäre sehr gut, wenn die alte Spieltechnik der alten Musiker mit Knopfharmonika, Mundharmonika, Hackbrett, Zither, wenn wir das auftreiben können, das noch auftreiben und dann verewigen. Erstens. Und da haben wir angefangen. Und dann war noch seine Idee, dass wir das versuchen zu vermitteln irgendwie. Also rumreisen im Land. Das ganze Land. So ist es. Dann, wo Deutschen leben, so Umgebungen aufsuchen und dann dort das präsentieren. Und die Leute von Komitat Pest oder Komorn oder Vesprin oder was weiß ich, Brana oder Batschka oder sonst wo, aus verschiedenen Gemeinden, 15, 20 Gemeinden, die ich dann zusammenzählen kann, die sind einfach Freunde geworden. Wenn ich das so zusammenzähle, heißt es, dass es also für mich ein Erfolg ist. Und nicht für meine Person, denke ich, sondern das ist eine Bereicherung der gesamten deutschen Kultur hier in Ungarn. Das ist wirklich, solche Freundschaften, solche Leute haben wir getroffen. Und wir haben sogar, wie sagt man das, ständiges Publikum. Wir grüßen euch, ihr lieben Freunde, ein jedes Wiedersehen. Das Konzert am Ende des zweiten Tages gehört also auch zu den Traditionen des Treffens der Musikanten mit alten Instrumenten. Dem Wielander Publikum haben sie im Kulturhaus gespielt. Also ich habe viel, mir als junger Bursch, wenn ich so, ich habe stark getanzt, gesungen. Mit alles, was wie ich. Wie ist das mit der Harmonika? Mit der Harmonika, das ist eine interessante Geschichte. Zuerst habe ich keine Harmonika gehabt, wenn ich so 12, 14 Jahre alt war. Dann der Nachbar, ich habe gespielt mit so Zitterer. Ja. Und noch ich hat einer eine Harmonika gehabt, gib mir die Zitterer, ich 3 Tage lang, und dass ich auch etwas lerne. Sage ich, du kriegst die nicht. Dann hat er die Harmonika gebracht, die lasse ich doch und ich nehme die Zither. Dann habe ich angefangen zu spielen mit der Harmonika. Fünfzig Jahre war eine Pause. Ich habe dann nicht gespielt, gesungen und getanzt habe ich gern. Und dann bin ich eingestanden in der Singechor. Ich bin ein Mitglied in Heusche, Gesangchor, der deutsche Volkslieder singen wir. Und dann hat der Bürgermeister hat gesagt, ich kaufe ich eine Harmonika. Es war ein Harmoniker, der hat gesagt, er hat 3 Harmonika gehabt, er verkauft 2. Und der Bürgermeister hat es gestoppt, die eine, die kaufe ich für das Singen.
Und ich gehörte dem Singenchor, aber ich habe es schon seit 7 Jahren benutzt. Ich ist doch meine. Ne? Ja. Und da habe ich weiter gelernt und das hat mir so gut gelingt, dass ich jetzt, ich sage, ich kann spielen. Ne? Nicht ganz. Das hat doch Spaß gemacht, ja, das hat man auf der Bühne gesehen. mir fällt oft alles ein, was. Ich habe gedacht, na, da muss doch etwas Außerordentliches machen, wenn ich mal auf die Bühne stehe, dann muss ich doch etwas zeigen. Das ist mir eine Pflicht. Ja, den Lieder habe ich von meinem Großvater gelernt. Ja, der war auch ein Musiker, der hat eine Knopfharmonika gekauft. Und gell, früher haben die Leute beim Schweineschlachten und im Faschingszeit und sowas, noch haben sie die Leute daheim halt gesungen. Und der Großvater hat den Knopfharmoniker geholt und der hat mitgespielt. Ist das und jetzt die Harmonika, ja, von dem Großvater? Harmonika. Ja, und er, mein Großvater. Die Harmonika ist über 200, habe ich das ja, in. Weil mein Großvater hat nur das Instrument nur benutzt, gekauft. Und der Großvater ist schon lange nicht mehr dabei und der Harmonie ist noch dabei. Aber klingt das, auch klingt das doch hier und da fällt ein bisschen was, aber doch. Wir Männer, wir schauen vom Himmel und schauen, was ohne passiert. Der Zepter ruft seine Marianne, aha, was hast du nicht gesehen? Der Zepter ruft seine Marianne, aha. Ich war einmal nicht dabei, nach Waresi im Sommer. Noch habe ich gefehlt. Ach, ja, das war im dritten Mal oder vierten Mal, was im Sommer war, noch habe ich keine Zeit mit. Aber sonst so immer. Und sonst immer Jahr. Und es fehlt da ein bisschen, gell? Die Leute, das ist schön. Der kommt von Vesperim, der andere kommt von Hajus und der andere kommt von Mohac und die Lieder. Ich kann auch Indik bedanken, dass ich mich beteiligt. Das erste Mal? Jetzt. Nein, ich bin das dritte Mal da, aber vor 3 Jahren haben wir uns getroffen in Bojo, so unverhofflich. Ja. Da hast du gesagt, kommst du nicht spielen? Ich komm mit. Sag ich, wenn mich jemand einladet, ich bin dabei. Ja. Die Musikanten und Sänger kennen einander nun schon sehr gut. Jedes Jahr sind auch einige Vertreter der jungen Generation dabei. In Wieland waren leider nur wenig Jugendliche, wie zum Beispiel der Enkel von dem Nadascha Zehmann Steffi, der zwar ein Trompeter ist, diesmal aber auch das Instrument des Großvaters ausprobiert hat. Um der verstorbenen Musikanten, die früher an diesem Treffen teilgenommen haben, zu gedenken, wurden auch Lieder gespielt und gesungen. Treffen nahm auch der neue Vorsitzende des Landesrates ungarn-deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, Laszlo Kreis, teil. Im März hat er den Vorsitz von Franz Heilig übernommen. Erstmal, das ist eine ganz große Ehre, Nachfolger sein und eigentlich eine ganz große Aufgabe, diese Qualität weiterzumachen. Und das ist unsere
größte Aufgabe, unsere Kultur, unsere Tradition in Qualität einhalten und so weitergeben. Wie war der heutige Abend? Also heutige Eindrücke, das kann ich nicht sagen, weil ich bin verzaubert, was heute gehört habe. Und es war einfach ein sinnvolles Musikabend. Ich glaube, die waren heute oder die sind heute unsere Zukunft und gibt Kraft. Wenn wir auch 70 oder in 80er Jahren sind, dann so fit können wir auf die Bühne sitzen und unsere Musik spielen. Ja, die schwäbische Musik, denn die Musik gehört zu einem Schwaben, wie Sie das einleitend gesagt haben. Ja, genau, ich bin Schwaben, ein Schwabenmusiker und ein Schwabenbürgermeister im Dachschein.